Hallo, es gab jetzt schon einige Videos zum Thema Werfen von Münzen. Vielleicht sagen manche von euch, es gab schon zu viele Videos zum Thema Werfen von Münzen. Trotzdem hier noch ein weiteres dazu. Und zwar, was wir bis jetzt anhand von einzelnen Beispielen gemacht haben, soll in diesem Video ein bisschen verallgemeinert werden. Das heißt, wir reden nicht mehr von vier Köpfen in acht Würfen oder sowas, sondern wir reden hier von der Wahrscheinlichkeit. Also hier geht es um die Wahrscheinlichkeit, in n Würfen k Köpfe zu bekommen. Also k mal Kopf in n Würfen. Wir wollen also auf eine allgemeine Formel hinaus. Ja, da brauchen wir die Gesamtzahl der Möglichkeiten in n Würfen. Wie viele Ergebnisse gibt es denn da? Und dann brauchen wir die Ergebnisse, die jetzt dieser Bedingung hier entsprechen. Also da gehen wir ganz normal vor, denn wir reden ja hier von einer fairen Münze. Wir reden von gleichwahrscheinlichen Ergebnissen. Wie viele mögliche Ergebnisse gibt es denn? Ich habe einen ersten Wurf und im ersten Wurf gibt es zwei Ergebnisse. Ich habe einen zweiten Wurf, da gibt es auch wieder zwei Ergebnisse. Beim dritten Wurf und dann irgendwie habe ich meinen Entenwurf dann und da gibt es eben auch zwei Ergebnisse. Das heißt, insgesamt habe ich eben 2 mal 2 mal 2 und so 2 hoch n Ergebnisse, denn ich werfe ja die Münze n mal. Also 2 hoch n gleich wahrscheinliche Ergebnisse gibt es. Das ist die Gesamtzahl aller möglichen Ergebnisse. Ja, und was mich jetzt aber genauso brennend interessiert, ist, wie viel von diesen 2 hoch n Ergebnissen enthalten denn k mal Kopf? Ja, und dazu gebe ich den Köpfen mal unterschiedliche Namen. Ich sage also, ich habe einen Kopf, den nenne ich mal Kopf A, einen anderen Kopf nenne ich Kopf B, einen dritten Kopf nenne ich Kopf C und so weiter. Das ist also wirklich meine K-Köpfe, die ich haben will, dass jeder von diesen Köpfen einen unterschiedlichen Namen hat. Dadurch kann ich die unterscheiden. Der Kopf A, der muss jetzt nicht beim ersten Wurf kommen, sondern der kann bei irgendeinem dieser N-Würfe kommen. Der kann auch beim Entenwurf kommen. Genauso der Kopf B oder der Kopf C. Ja, und wie viele Möglichkeiten gibt es dann für den Kopf A zu kommen? Für den Kopf A gibt es N Möglichkeiten. Er kann in einem dieser Würfe kommen. Also es gibt N Möglichkeiten, wo der Kopf A auftauchen könnte. Ja, das gilt aber dann nicht für den Kopf B, denn der Kopf B kann dann nicht dort kommen, wo der Kopf A kommt. Wenn der Kopf A im dritten Wurf kommt, dann kann der Kopf B nicht auch im dritten Wurf kommen, sondern der muss im zweiten oder im vierten oder im ersten oder im Endenwurf kommen, wo auch immer, auf jeden Fall nicht auf dem Platz vom Kopf A. Das heißt, der hat noch n-1 Möglichkeiten und so weiter. Beim Kopf C, für den gibt es dann noch n-2 Möglichkeiten, also n-2 freie Würfe, wo er kommen könnte, um genau zu sein, und bis hin zu n-n-minus was. Der erste Kopf in dieser Reihe, der hatte ja n freie Auswahl. Der zweite Kopf in der Reihe hat minus 1, also 2 und 1. Der dritte Kopf hatte n-2, also 3 und 2. Das heißt, diese Zahl ist immer um 1 kleiner. Wenn ich jetzt diesen Kartenkopf hier, den letzten Kopf in dieser Reihe anbringe, dann ist die Zahl hier immer um 1 kleiner und das wäre eben k-1. Also k-1 müsste ich hier abzielen und das wird sagen, die Zahl der Plätze, die Zahl der Würfe, die dieser Kartenkopf zur Verfügung hat, wäre eben n-k-1, verschiedene Plätze hätte der zur Auswahl. Ja, und wenn ich jetzt ausmultipliziere, kriege ich jetzt eine relativ große Zahl an Möglichkeiten, wie ich jetzt diese K-Köpfe auf die N-Plätze hier, auf die N-Würfe verteile. Nur ist es ja so, dass ich da ziemlich viel doppelt zähle. Da zählt nämlich mit, dass zum Beispiel die Auswahl KB, also der Kopf B als erstes, dann der Kopf A als zweites, der Kopf C als drittes und so weiter. Dahinter kommen ja noch einige Köpfe. Das würde ich hier mitzählen in diesem Produkt. Und dann würde auch mitzählen, dass KA als erstes kommt und danach KC und danach KB und der Rest wäre wieder gleich. Also das würde hier unterschieden werden. Jedes von denen zählt hier mit. Auf der anderen Seite für uns bedeutet das aber das Gleiche. Das bedeutet nur, dass im ersten Wurf, wenn das hier der erste Wurf ist, dann wäre hier im ersten Wurf einmal Kopf gekommen, im zweiten Wurf einmal Kopf und im dritten Wurf einmal Kopf. Ob das jetzt der Kopf B oder Kopf A war, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ich weiß, da kommt einmal Kopf. Also für uns wären das hier identische Ereignisse. Hier sind sie getrennt aufgezählt und zählen hier mit. Deshalb habe ich eine zu große Summe. Und ich muss das noch teilen. Und zwar muss ich das teilen durch die Zahl der Möglichkeiten, die ich habe, um diese Köpfe eben umzusortieren. Und wie viele Möglichkeiten gibt es da? Nun, hier habe ich ja eine Menge von K-Köpfen und der erste Kopf, der könnte jetzt
an k verschiedenen Stellen stehen und der zweite Kopf, der könnte an k-1 verschiedenen Stellen stehen und der dritte Kopf könnte an k-2 verschiedenen Stellen stehen und der letzte Kopf, bei dem bleibt dann nur noch eine Position frei, also das geht runter bis auf 1. Also es gibt also k mal k-1 mal k-2 mal 1 Möglichkeiten, jetzt diese k-Köpfe auf verschiedene Weise umzusortieren. Und dieses Umsortieren hat für mich die gleiche Bedeutung, deshalb will ich das nicht unterscheiden. Und deshalb teile ich das nochmal durch dieses Produkt hier. Also ich teile das durch k mal k-1 mal k-2 bis mal 1. Und dafür gibt es eine schöne Abkürzung. Dieses k mal k-1 bis 1, das kann ich schreiben als k-Fakultät. Also zum Beispiel 4 Fakultät, das ist eben 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ja, oder 2 Fakultät wäre eben nur 2 mal 1. Also dafür gibt es eben diese Abkürzung Fakultät. Das heißt, das Ganze kann ich ersetzen hier durch den Ausdruck k-Fakultät. Habe ich also eine schöne Abkürzung. Wie sieht es mit dem Zähler aus? Kann ich das auch irgendwie abkürzen? Nun schreibe ich mal auf n-Fakultät. Was ist denn n-Fakultät? N-Fakultät ist n mal n-1 mal n-2 mal ja, bis 1 runter. Und das sieht doch schon mal ziemlich ähnlich aus zu dem, was hier oben steht. Das fängt ja auch an mit n mal n-1 mal n-2. Nur hört es dann irgendwann auf. Also es geht nicht runter bis zur 1, hier geht es ganz runter. Ja, und dann mache ich mal einen Trick. Ich möchte also irgendwie hier das Ende abschneiden und dann teile ich das doch mal durch n-k-Fakultät. Also n-k-Fakultät, dann muss ich das hier auch durchteilen. Das schreibe ich auch durch n-k-Fakultät, schreibe ich es gleich auf. Was heißt denn das? Das heißt, dass hier steht n-k, dann steht hier n-k-1, dann steht da n-k-2 und so weiter bis runter zur 1. Ja, und irgendwo hier zwischen der n-2 und der 1 steht ja auch irgendwo das n-. Da kommt dann n-k plus 1, dann kommt n-k, dann geht es weiter mit n-k minus 1 und so weiter. Das ist hier irgendwo dazwischen drin. Und dann sehe ich, dass ich da kürzen kann. Hier habe ich alle Faktoren von n-k und 1. Alle Faktoren zwischen n-k und 1, die kürze ich hier. Also alles, was hier hinterkommt, das kürze ich weg. Und das Ganze hört auf dann mit n-k plus 1. Ja, aber was ist denn n-k plus 1? Wenn ich diese Klammer hier auflöse, n-, dann steht, ich ziehe das Minuszeichen in die Klammer rein, dann steht da n-k plus 1. Ja, das ist genau dasselbe. Und das haben wir jetzt hier auch stehen. Das heißt, tatsächlich haben wir es geschafft, also durch diese Division, durch n-k-Fakultät, dadurch verkürze ich hier diese Reihe der Faktoren und bringe sie genau auf diese Länge hier, wie sie hier oben in der Berechnung angegeben ist. Das heißt, ich kann diesen Ausdruck, diese erste Zeile hier, die kann ich ersetzen hier durch diesen Ausdruck, durch n-Fakultät, durch n-k-Fakultät, da kommt dasselbe raus. Also lasst euch nicht hier von diesem Bruchstrich ins Boxhorn jagen, das ist gar kein Bruch, das ist eigentlich nur eine abkürzende Schreibweise für diese Folge von Faktoren. Ja, und damit beträgt die Zahl der Ergebnisse mit k mal Kopf in n Würfen. Das war ja das, was wir hier eigentlich ausrechnen wollten. Zahl der Ergebnisse mit k mal Kopf in n Würfen, der beträgt damit also n Fakultät durch n-k Fakultät. Das ist sozusagen die Zahl der Möglichkeiten, die ich habe, k-Köpfe auf n-Würfe zu verteilen, wobei ich allerdings da noch jeden einzelnen Kopf unterscheide. Ich will aber nicht jeden einzelnen Kopf unterscheiden. Mir ist das egal, ob es der Kopf A oder der Kopf C im zweiten Wurf kommt. Ich will nur wissen, im zweiten Wurf kommt überhaupt ein Kopf. Deshalb muss ich noch das Teilen durch die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten, die ich habe, diese k-Köpfe hier verschieden auszutauschen. Also wie viele Tauschmöglichkeiten besitze ich denn bei diesen K-Köpfen? Und da gibt es eben genau K-Fakultät-Tauschmöglichkeiten. Das heißt, ich teile das hier nochmal durch
K-Fakultät durch. Das heißt, die Zahl der für mich wirklich unterscheidbaren Ergebnisse mit K mal Kopf in N-Würfen beträgt eben N-Fakultät durch K-Fakultät mal N minus K-Fakultät. Und wenn ich das jetzt noch wissen will, wie groß die Wahrscheinlichkeit davon ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben K mal Kopf mit N-Würfen habe, also die Wahrscheinlichkeit K mal Kopf in N-Würfen, da muss ich diese Zahl der Ergebnisse, wo eben K mal Kopf auftaucht, die muss ich nochmal teilen durch die Zahl der Ergebnisse, die es insgesamt gibt. Also da habe ich hier diese N durch K-Fakultät durch N minus K-Fakultät. Das muss ich nochmal teilen durch die Zahl der Ergebnisse, die es insgesamt gibt. Und das gab ja genau 2 hoch N verschiedene Ergebnisse. Gut, also hier habe ich diesen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit in N-Würfen K mal Kopf zu erhalten und Beispiele dazu haben ja schon einige gerechnet. Also wenn ihr da ein bisschen in der Playlist nachschaut, da gibt es einige Videos, wo wir da genau das hier für bestimmte Sonderfälle schon berechnet haben.